5 ist es tatsächlich. So. Zack. Der rutscht schon wieder. Wow. Nein! Au! Ah. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Summer Car aus der heimischen Toilette natürlich mal wieder. Und wir sehen schon wieder was Rotes. Es ist die Müdigkeit. Und wir haben es auch dunkel. Wie die Nacht. Bietet sich natürlich an für uns. Stecker ziehen und erstmal eine Runde schlafen gehen. Nicht, dass wir deswegen da krepieren. Ja, ich habe mal wieder ein bisschen belesen und natürlich wieder einige Informationen von euch erhalten. Dafür jetzt schon mal ein riesen Dankeschön. So, jetzt sind wir aufgewacht. Natürlich wieder den Stecker reinstecken. Zack. Ja, und wir haben jetzt in den nächsten Folgen einfach richtig viel vor uns. In der heutigen Folge werden wir auf jeden Fall versuchen, unser kleines Schmuckstück fertigzustellen. Dann habe ich erfahren von euch, dass man über dem Wasserhahn mittlerweile trinken kann. Man muss sich vorbeugen. Genau, das funktioniert wunderbar. Herrlich. Hätte ich nicht gedacht. Wieder mal ein sehr hilfreicher Tipp. Da muss man nicht immer in die Sauna rennen. So, jetzt gehen wir nochmal kurz aufs Pipihäuschen. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall Geld verdienen, denn es wird richtig teuer, wenn wir ja unsere Tuning-Teile holen wollen und auch hier am Motoreinstellung kann man machen. Wir brauchen eine neue Windschutzscheibe, etc. Es wird richtig teuer. Müssen wir auf jeden Fall Geld verdienen, Aufträge machen. Wir haben gerade mal 1131. Ich habe aber gelesen, dass auf der Map hier bei MyZimmerCar ja drei waren es, Schrottautos versteckt sind, die wir dann mit dem LKW ja zur Werkstatt ziehen können, wo wir dann Geld bekommen dafür. Bis zu 4000, glaube ich sogar. Den Schnaps fasse ich nie wieder an. Danach ging es mir richtig schlecht. Dann habe ich erfahren, zum TÜV, dass wir den TÜV kriegen, müssen wir den Original Auspuff haben. Wir haben ja schon den Tuning Auspuff dran. Den würde ich jetzt in dieser Folge gerne austauschen wollen. Und wenn wir es schaffen, Gelenkgestänge hier eingebaut. Das muss hier vorne ran. Müssen wir aber das Rad wieder abbauen. Und ich möchte diese verkackte Motorhaube hier dran haben, die uns schon so ein bisschen Probleme gemacht haben. Ich habe erfahren, wenn ich die jetzt hier so drauf kriege, wenn. Da. Sehr schön. Dass die Motorhaube nicht wie normal von hier nach da aufgeht, sondern von hier hinten nach da. Also müssten hier irgendwo Schräubchen sein. Da ich bezweifeln tue, dass das einfach nur gesteckt ist. So, daher schnappen wir mal unseren Werkzeugkoffer. Machen den auf. Gehen mal in den Schraubenschlüssel rein. Zack. Hier muss irgendwo Schrauben versteckt sein. Zumindest ist knapp neben den Lampen so die Halterung dafür. Da sind sie. Sehr schön. Schraube 1. Ist das nur eine Schraube? Bist du dir sicher? So. Zack. Dann hätten wir ja. Sieht immer so aus, als wären da zwei Schrauben. Geht mal raus. Wo ist er? So weit versteckt kann es ja nicht sein. Was bist du? Auf jeden Fall eine Schraube, die locker war. Jetzt sind wir natürlich die Schraube hier. Da. Das könnte die zweite Schraube sein.
Wir probieren es mal aus. Im Normalfall müsste eigentlich vorne im Führerhaus ein Hebel sein. Der hier? Tatsächlich, sehr schön. Also da bleiben sie auch original getreu. So. Ha, zwei Schrauben. Sag ich doch. Oder? Ja, eins. Zwei. Mann. So, dann hätten wir die Motorhaube auch natürlich dran. Wir prüfen trotzdem nochmal die Schrauben. Oh, hier haben wir noch eine Umdrehung. Okay, und die ist auch richtig fest. Sehr schön. Na, dann hätten wir das auch schon mal. Lassen wir natürlich auf. Wir müssen ja natürlich die Flüssigkeit überprüfen. Ich glaube, der Auspuff, da brauchen wir den Drei. Da. Hoch. Stellen wir erstmal wieder hier hin. So. Wenn wir es wieder groß machen. Da ist es festgeschraubt. Zack. Da fällt uns schon entgegen. Zack. Dann passt das auch mit dem Rohr erstmal. Natürlich brauchen wir für den Tuning-Auspuff auch das entsprechende Auspuffrohr noch dazu. Das müssen wir natürlich auch noch bestellen. Das haben wir ja nie. Ey. Hoch. Zack. So. Dann bauen wir das hier noch rein. So rum. Ja, so ist die Halterung. Zack. Na, und dann passt das nämlich mit dem Rohr hier überein. So, Schräubchen. Haben wir hier eins? So, hier ist noch irgendwas? Nein. Das sieht alles sauber aus. Ach ja. Was für eine Arbeit, aber wir sind richtig weit gekommen. Sieht richtig gut aus. Halleluja. So. Sehr schön. Dann. Mann. Siehst du, den Müll muss ich auch noch überprüfen. Das machen wir dann noch. Denn ich weiß jetzt, woran man erkennt, ob Flaschen voll oder leer sind. Wir haben ja einige schon weggeschmissen. Nämlich, wenn das Wort empty am Ende steht, wie hier, dann ist es leer. Haben wir empty, was bist denn du hier? Breakfood, ja, Motoröl, steht kein empty, ist definitiv nicht leer. Bremsflüssigkeit, auch noch nicht leer. Empty, okay. Da haben wir schon mal zwei Sachen, die noch nicht ganz leer sind zumindest. Halleluja. Das wäre Geldverschwendung gewesen. So, legen wir schon mal hier hin. So. Zack. Zack. Sehr schön. So, jetzt würde ich gerne das Gelenk hier einbauen. Handbremse. Sehr schön. Yeah. Ich hoffe, das Lenkrad stört nicht bei der TÜV-Abnahme. So. Und ich muss dran denken, den Vorschlaghammer mitzunehmen, wenn wir auf der Jagd nach den Schrottautos sind. Denn die sind in solchen Scheunen drin und die muss man erstmal aufbrechen. Also, wie ihr mitkriegt, einiges noch zu tun hier. Eieieiei. So. Ich hoffe, das geht jetzt hier nicht schief, ehrlich. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Zack. Und ich wollte mal das Auto neu umlackieren, weil man sieht ja hier die ganzen Roststellen. Habe ich mich auch nachgelesen. Da kann man ja eben in den Sprühdosen ja, das Auto quasi neu lackieren. Weiß nicht, ob das schon reicht. So. Kappen ab. So. Das war, glaube ich, eine hohe.
Ja. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und dann ist nämlich unser Auto fast so gut wie fertig. Zack. So. Das muss nämlich da hinten rein. Und kommt dann hier so durch. Ich glaube, das muss noch weg. Zack. So. Gib mir mal so ein Ding. Haftschaft. Okay, das spielt keine Rolle. Das müsste quasi so reinkommen. Sehr schön. Verschrauben. Das Auto bewegt sich, kann das sein? Nicht gut. Ich habe die Handbremse angezogen. Zack. Hier müssen natürlich auch noch Schrauben festgezogen werden. Eieiei. Jetzt müssen wir wieder drei, den Zauberschraubenschlüssel. Nein. Vielleicht ein Stück größer. Den schiebt es immer weiter. Alter. Den müssen wir rauskriegen erstmal. Vorher will ich das hier festschrauben. Alter, Alter. Das nimmt ein böses Ende mit dem Auto wieder. Eieieiei. Auch nicht. Ach, leck mich. Kleiner kann ich mir nicht vorstellen. So, mitkommen. Jetzt müssen wir uns beeilen. Nicht, dass der hier unten wegsendelt. Dann auch ein richtiges Problem. So, runter damit. Ich sachte ordentlich. Zack. So. So muss man mit einer 2. Sind wir drüber? Ja. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. 5. 5 ist es tatsächlich. So. Zack. Der rutscht schon wieder. Wow. Nein! Au! Ah. Warum? Kinders, warum? Ihr wollt mich roffeln. Ja. Kinder. Schöner Auto. Wenigstens kann man so besser ran an die Schrauben. Ist das deprimierend. Schrauben, okay. Den brauche ich gleich noch. Bum, 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 bum. Jetzt müssen wir das Auto erstmal irgendwie wieder hier rauskriegen. Ach, ich werd blöd. Rausziehen kannst du knicken. Können wir, haben wir nicht? Es gibt doch. Das müssen wir mal ausprobieren. Wenn das Ding mal wieder mitmacht. Marsch, super. Ach, leck mich am Arsch, ey. Dreckskarre. Okay. Wir haben doch. Ich glaube, rausziehen, das wird nichts. So, wir gehen mal schnell auf Erkundungstor. Haben da hier einen Traktor. Ich glaube, da ist ja ein Gabelstapler dran. Also er hat ja zwei Gabeln dran, glaube ich. Vielleicht können wir den rausheben. Wäre natürlich schick, wenn das funktionieren würde. Und es wäre Premiere in dieser Folge. Wir würden das erste Mal mit dem Traktor fahren. Ich glaube, wir haben mal am Anfang versucht.
im Suff den zu starten, aber das ging ja mal gründlich in die Hose. Und wir werden auf jeden Fall mal in einer Folge hier Feuerholz sammeln und den Traktor hier richtig schön beladen, falls wir endlich den Auftrag kriegen für Feuerholz. Weil der Auftrag kam ja komischerweise nicht mehr. Tatsächlich ist das Warndreieck, das brauchen wir. Oh, der Dieselkanister. Nehmen wir gleich mit, dann haben wir den gleich mit in der Garage. Es waren immer mehr Fahrzeuge bei uns drin. Herrlich. So, da hinten mit der Reihe. Ich sagte, da hinten. Nein. Kinders. Das Leben ist doch kein Ponyhof. So. Lass mich mal rein hier. Ja. Wow. Drive Mode. Türe zu. Türe. Jetzt. So, Lights. Da. Hallo und Hi gibt's auch hier. Okay. Hast du die Handbremse? Ja. Erster Gang. Ja, es geht los. Und was machst du den ganzen Tag? Traktor fahren. Yeah. Keine Ahnung, wo ist vorbeigefahren. Keine Ahnung, was die eigentlich alles sind. So, da steht unser verunfalltes Auto. Ach, wir kommen noch gar nicht da dran. Und Hydraulik? Ja. Tatsächlich. Oh, Problem ist, wir kommen gar nicht da dran. Zu groß. Sturz. Endstation. Ach, Kinders. Ich will den rausziehen. Keine Probleme. Türe auf. Dieselkanister. Nee. Mach doch die Tür auf. Kanister durch die Scheibe geschmissen. Alles kein Ding. Ordnung ist das halbe Leben, drum ins Loch und nicht daneben. Ja, wir kommen durch, okay. Stellen wir den mal zu unserem Benzinkanister. Ich habe Stellen zwar gesagt, aber egal. Da haben wir nämlich Gabelstapler. Wir müssen den jetzt rausziehen. Ich hoffe, das wird kein großer Schaden. So. Zack. Eieieiei, ich war blöde. Kriegen ja noch nicht mal das Rad so ran. Das andere ist auch schon fast unten. Ja. Das gibt ja einen Schaden. Das nächste hätten wir gleich rausziehen sollen vielleicht. So, Drive Mode. Rückwärts, hi. So, langsam. Come on. Ist mir gerade auf. Boah, genau, rücken wir alles ab dort hinten. Was mir gerade auffällt, haben wir den Spoiler angebracht? Das letzte Mal? Das sagt mir gar nichts. So. Ausmachen. Oh, das war aber eng. An die LKW habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Naja, Ende gut, alles gut, würde ich sagen. Kann mir da nicht. Kommt mir eine Idee. Müssen wir nur umparken. Die Sendung geht heute etwas länger. Das kann ich euch versprechen. Das will ich jetzt ausprobieren. Vielleicht klappt's ja. Naja. Oh, er hat's geschafft. Endlich. Guck doch mal hier rüber. Oder so. Da ist der Gang. Ich soll ein bisschen vorfahren. Dann Bremse. Motor. Aus. Raus hier. Ob das reicht, ist die andere Frage.
Ja, will ich mal probieren, ob wir den jetzt von der Seite hochheben können. Na komm. Als quasi als mobile Hebebühne. Steht da, was ich eigentlich vorhab? Telefon. Oh, das könnte ein Auftrag sein. Da gehen wir natürlich schnell ran. Wir brauchen Aufträge. Wir brauchen Aufträge und wir müssen erstmal sammeln. So, Müller Schmidt. No, terve, terve vaan, että meidän tämä paskakaivo olisi täyttynyt Aha. paskasta taas, Okay, että ja. tulisiko Ja. tyhjentämään sen. Että kyllä minä Voll maksan, kyllä minä wie maksan. Gülle, ja alles klar. Kümmern wir uns irgendwann mal drum. So. Wir müssen uns erstmal den Schaden so klein wie möglich halten. Möchte in der Folge heute noch das Gelenk. Steuergelenk oder wie man das nennt, ich habe keine Ahnung. Fertig ranbauen. Wenn möglich. So, vorsichtig. Auch wenn es eine Schrottkarre ist. Muss ja nichts passieren, ne? So, erster Gang. Jetzt muss ich von der Seite kommen hier. Oh, was ist das Blöde? Ich werd blöde, Vorsicht. So. Machen wir mal Leerlauf. Satana. Was? So. Wow. Es wackelt, aber. Ich will es gar nicht sehen. Ich will es gar nicht sehen. So, ganz oben. Ich wusste es. Ganz wieder runter, ganz wieder runter, ganz wieder runter. Schwerpunkt ist weiter vorne. Also müssen wir jetzt hier drunter fahren. Jetzt müsste es gehen. Okay, er hält zumindest. Wir ziehen mal hier in die Bremse. Da. Ja. Oder aus. Lassen Sie stehen. Sehr schön. Kann man quasi drunter. Herrlich. Warum ist das nicht gleich eingefallen? Ei, wow. What the fuck? Ich kann doch schon zum Auto gehen. Yes. Wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass wir den Kotflügel und hinten das Gitter dran gemacht haben. Weil ich nicht wusste, was ist das denn? Hier sind Schrauben locker. Wieso denn das? Seht ihr das? Oder haben wir die noch nicht? Das Gaspedal. Das kann sein, dass wir die noch gar nicht festgemacht haben. Nein, natürlich nicht. Da, na, hoffentlich. What the fuck? Was ist denn hier los? Warum ist das nicht mehr dran? Oh, 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 oh. Oder ist das, weil er hochgehoben ist? Kind, das macht mich nie arm, ich sag's euch. Das sieht aber so. Aber das mit dem Hochheben hätten wir eher wissen müssen. Kommen wir an alles ran, wunderbar. Können wir noch quasi nochmal überprüfen. Sehr schön. Weiter im Text. Das war festgeschraubt. Jetzt müssen wir quasi unser Rädchen holen. Ja. Zack. Na, nicht so an das Auto wackeln, wenn es geht. Nicht, dass der runterkommt. Das wäre es jetzt natürlich. So. Zack. Zack. Sehr schön. Machen wir schnell die Radkappe. Kann man die eigentlich auch färben? Wäre geil. Weil das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Alright, so. Na? Zack. Jetzt müssen wir das ganze Spiel hier machen. Genau, das runterfahren. Abschrauben. Zack.
Achso. Na? Wirst du jetzt wohl mal runterspringen wollen? Irgendeine Schraube fressen? Ah. Das ist natürlich die Lösung. So. Ich glaube, eine Nummer größer für das. Für die dicke Schraube. Jawohl. So, ab. Jetzt können wir das Gelenk nehmen. Zack. Einmal drehen. Wo muss denn das hin? Hm? Da. Da muss es rein. Hm? Ich wollte jetzt ja nicht so tief kriechen, nicht, dass das Auto runterfliegt. Ach, come on, Kinders. So, scheiß verkehrt, oder? Nee, ist richtig. Das muss so rein. Da, sehr schön. Die 5. Nee, halt. Haben wir den dicken MS. Schrauben wir es mal hier vorne fest. Dann ist das ja fest. Genau, und jetzt, ich glaube, die 5 war's. 2, 3, 4, 5. Um 3 Schrauben hier festzuzerren. Jawohl. Zack. Zack. Und Nummer 3. Sehr schön. Wieder was geschafft. Und endlich auch. Lenkgestänge hier drinnen. Sehr schön. Der dritte von rechts war der hier. Der dritte brauchen wir fürs Rad. Zack. Wo? Oh, Entschuldigung. Uiuiuiui. Mach mich nicht arm, wenn das Auto hier runterfällt, war es das. So. Na. So. Herrlich. So, Radkappe drauf. Zack. Schnappen wir unseren Schlüsselkasten nochmal. Wir können ja, wie gesagt, hier durchrennen. Wo war's denn? Hier. Ich lass mal fallen. Mal gucken, wo er hinfällt. Und meinen Schlüsselkasten nehmen. Ach, schwer blöde Jungs. Schlüsselkasten! Nee. Wo ist denn jetzt der Schlüsselkasten? Kinders, ich werd arm, wenn der weg ist. Lasst uns den Motorraum durchsuchen. Da ist er. Mann, erschreck mich nicht so. Toolbox. Danke. Mann, 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 Mann. Du hast der Arm. So. Okay, das sind auf jeden Fall fette Emisse. 5. Tatsächlich. Muss natürlich auch fest sein hier. Nicht, dass uns die Pedalen um die Ohren fliegen, wenn wir Gas geben. Hätten wir auch, glaube ich, nicht mitbekommen, wenn wir jetzt den hier nicht hochgebockt hätten. Das siehst du gar nicht. So, ist alles andere scheint fest zu sein. Sehr schön. Dann würde ich sagen, das ist ein bisschen beunruhigend. Das müssen wir mal angucken, wenn der unten ist. Ansonsten sieht das eigentlich alles relativ gut aus. Nichts locker. Das ist das Einzige. Dum, 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 dum. Das ist auch fest. Genau, das sind die Lenkgestänge, die wir endlich drin haben. Sehr schön. Was ist das? Ist eine Schraube locker. Wieso? Unter Schraube nehmen? Oder liegt das auch wieder daran, dass der hochgebockt ist? Warten wir ja gerade.
Auch nicht. Oh, doch. Nein. Der kann doch ja auch nicht sein. Oder kommt das jetzt, erschienen, weil wir dieses Ding jetzt hier dran haben? Ist das hier auch? Nein. Okay, noch eine Schraube gefunden, die locker war. Sehr schön. Was ist das denn? Die ist auch locker. Kinder, sie macht mich arm. Zauberschlüssel 3. Wenn ich es finde. Was ist das denn für eine Schraube? Vielleicht doch die 2. Muss immer aufs Neue suchen. So. Nein. 4. Sieht zumindest für mich wie eine Schraube aus. Wo auch immer die hinführt, keine Ahnung. So. Das ist keine Schraube, es ist bloß eine optische Täuschung. Das kann natürlich auch sein. Alter, schon 30 Minuten. Echt jetzt? Was ist denn hier los? Jetzt werden wir, glaube ich, keine Schraube sein. Wäre schon längst da. Nun gut, dann würde ich sagen, sind wir erstmal am Ende mit unserer Folge. Haben wir einiges geschafft. Endlich das Gelenkstangen drin. Motorhaube ist fest. Haben wir auch drin und ey, das sieht ja mal richtig Hammer aus. Einfach mal hochgehoben. Mobile Hebebühne gebaut. Richtig nice. In der nächsten Folge, wir sind eigentlich schon fast so weit durch, würde ich sagen. Gucken noch mal ganz kurz. In der nächsten Folge werden wir noch mal die Flüssigkeit überprüfen. Das geht ja erst, wenn man die Sitze hat und eventuell erst den Überrollkäfig. Ja, werden wir noch mal die Flüssigkeit überprüfen. Auch das Benzin. Ich weiß gar nicht, ob da Benzin drin ist. Werden wir sehen. Ja, ansonsten ist es dann eigentlich schon weit und wir können ihn anschließen. Hier hinten haben wir noch was, glaube ich. Hier die Abdeckung. Deshalb wo haben wir noch keine, also das noch dran. Das werden wir dann alles in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich erstmals, dass ihr wieder dabei wart und hoffe, ihr seid dann natürlich wieder bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin verabschiede ich mich und sage Tschüss. Bis dann.